Äquator. Und der Stieleimer. Im Blatt Jötschklum genannt. Zum Anbau, zur Düngung und zur Pflege der Gartenpflanzen. Diese zwei Geräte haben mich als Kind am meisten beschäftigt und beeindruckt. Und auf dem Land hat man sowas ja jeden Tag vor sich und auch geprägt. Der Kultivator wegen seines Namens, ist ja Kultur drin, und wegen seiner fantasievollen Bauweise. Der Stieleimer, Jürgen Klump, an den habe ich schaurig illustre Erinnerungen. Es gab viele Redewendungen, die mit diesem Gerät zu tun hatten. Zum Beispiel sagte man, der oder die hatte gesät wie eine Jürgen Klump. Das heißt, die oder der haben ein Gesicht wie ein voller Stiel. So voll. Da ist eine Pflanzschnur drin, Pflanzer, den steckt man in die Erde. Ein ganz modernes Gerät, das rote, aber auch ganz alt. Wie zum Beispiel der. Und dann sind da noch die alten Pflanzschnüre. Hast du das schon mal gesehen? Von Opa. Ganz ohne Nostalgie denke ich im Nachhinein an unseren
altes Kirchenbistum, bei Festen auf großen Bauernhöfen, würde dieses Refugium zuweilen von Lebenskirchen, trotz dort vorhandenen Spülgrößen, gemeinsam ausgesucht. Deswegen auch der Name Herzklub in manchen Gegenden. Heute kennzeichnet zuweilen die Tür mit Herzklub als stille Öffnung. Das haben wir insbesondere in Wattenscheid seit 1957 erfahren. Sehr erfreulich zu erleben, dass Gertrud auch hier wieder neue Verbindungen schafft. Dank an Kurt Delander und alle, die sich mit ihm daran gemacht haben, die Erinnerung und die Tradition, die mit Gertrud auch hier in Bonn verbunden ist. Aus den Ruinen nahe des Rheins in der verschütteten eigentlichen Altstadt der Stadt wieder ans Tageslicht zu holen. Das hat hier einen würdigen Platz. Und das hat auch einen Platz in den Menschen dieser Stadt. Gertrud macht uns zu Freunden.